Die Biografie des britischen Spitzensportlers Mo Farah ist nicht nur außergewöhnliche Sportgeschichte, immerhin ist er vierfacher Olympiasieger. Es ist vielmehr eine Geschichte unserer Zeit und zeigt, wie Geflüchtete und die Gesellschaft mit Migration umgehen. Erst eine BBC-Dokumentation zeigt jetzt die wahre Lebensgeschichte eines der größten Leichtathleten unserer Zeit. Und sie zeigt, wie er nur mit Verstecken und falscher Identität werden konnte, was er ist. Von der Queen zum Ritter geschlagen, Sir Mo Farah, Held und Liebling der Nation, Aushängeschild für die integrative Kraft der britischen Gesellschaft. Vom somalischen Flüchtling zu einem der größten Sportler aller Zeiten, bloß sein offizieller Lebenslauf war in wichtigen Punkten erfunden. Alle kennen mich als Mo Farah, aber das ist nicht mein wirklicher Name, erzählt der heute 39-Jährige im Dokumentarfilm der BBC. Er kam auch nicht mit seinen Eltern aus Somalia als Flüchtling, sondern er wurde von seiner Mutter getrennt und illegal nach Großbritannien gebracht. Im Westen Londons muss er für eine fremde Frau und deren Kinder schuften. Sie sagte, wenn du deine Familie wiedersehen willst, dann erzähle niemandem etwas, sonst wirst du verschwinden. Mit 12 Jahren geht er erstmals zur Schule. Der Turnlehrer entdeckt sein Lauftalent, der Rest ist Sportgeschichte. Auch seine Mutter kann er später in Somalia ausfindig machen. Als er am Telefon geantwortet hat, habe ich in der Sekunde all das Schlimme vergessen, was passiert war. Farah hatte stets Angst, deportiert zu werden, sobald er seine wahre Geschichte erzählt, denn er kam illegal ins Land. Die Behörden beruhigen, Hussein Abdi Kahin, so sein richtiger Name, habe nichts zu befürchten. Eine traurige Geschichte mit einem trotzdem guten Ende.